Willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing New Leaf. Und ja, tatsächlich wurde unser Haus ausgebaut. Das sieht jetzt ganz schön komisch aus, weil nur auf der linken Seite das Dach so raussteht. Was sagt ihr dazu? Und wow, wir haben schon wieder einen Regenbogen. Das ist das zweite Mal in diesem Let's Play, dass wir einen Regenbogen haben. Und ich rede ganz schön viel dafür. Ah nein, ich habe die Blume kaputt gerannt. Ich rede ganz schön viel dafür, dass wir gerade erst die Folge begonnen haben. Okay, schauen wir mal, wer uns geschrieben hat. Ach so, ja, Sandrine. Ups, ich habe vergessen, sie zu besuchen in der letzten Folge. Ich glaube, sie mag uns trotzdem. Alles klar, Milou. Das hier habe ich beim Aufräumen gefunden. Ich meine, mich zu erinnern, dass du... Oh, jetzt fällt mir gerade ein, wir hätten eigentlich auch Karl noch ein Möbelstück bringen sollen. Oh, ich habe alles vergessen in der letzten Folge. Ich meine, mich zu erinnern, dass du erwähnt hast, dass du sowas schon immer haben wolltest. Also sollst du es haben. Tschakka, deine Sandrine. Ich bin gespannt, was sie uns da schenkt. Und es ist eine Runduhr, okay. Keine Ahnung, was für ein Item das ist. Ja, heute haben wir sehr viel zu tun. Wie ihr sehen könnt hier, habe ich das kleine Wegproblem mit Mr. F nach der letzten Folge gefixt. Und ja, auch noch einen kleinen Weg zur Fundgrube verlegt, dass wir da nicht immer über den Rasen laufen. Und ja, wie schön ist bitteschön dieser Regenbogen. Ich komme nicht darauf klar. Ich muss euch was gestehen, ich habe einfach vergessen, in der letzten Folge zu Rainer zu schauen. Also ich habe einfach vergessen, bei Rainer das Gemälde zu kaufen. Dann habe ich ja das Problem mit den Wegen gefixt, also habe ich es mit Mr. F gekauft. Ihr könnt auch bei seinem Briefkasten sehen, dass der voll ist. Oh, hier wächst ein Unkraut. Das nächste Mal, wenn wir mit Mr. F Wege verlegen, müssen wir auf jeden Fall dann das Gemälde stiften. Ich glaube, ich habe sogar noch eins mit ihm gekauft, aber ich weiß es gar nicht. Das werden wir dann sehen, wenn wir das nächste Mal mit ihm spielen. Wo verstecken sich die Sternis denn heute? Es ist natürlich immer der letzte Stein irgendwie gefühlt. So, jetzt haben wir ihn aber gefunden. Und jetzt möchte ich bitte alle Sternis haben. Bitte. Danke. Nein! Hä? Ich war zu langsam. Nein, ich war zu langsam. Nein. Wir haben doch langsam Sterni-Mangel. Das kann doch nicht sein. Oh, traurig. Ich habe einfach zu langsam geklickt. Naja, egal. Ah, diesen schönen Regenbogen muss ich einfach gerade die ganze Zeit bewundern. Ja, heute haben wir viel zu tun. Wir müssen heute noch die Stadtflagge ändern, denn wir haben ja jetzt schon Folge 45 und wir haben ja gesagt, dass wir alle 20 Folgen, ich glaube alle 20 Folgen haben wir gesagt, die Stadtflagge ändern. Und ich wollte auch noch ein bisschen mich mit den Bewohnern unterhalten. Ich glaube, mit Lupo haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, hier ist ein Fossil. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Und jetzt will ich ganz kurz mir nochmal diesen wunderschönen Regenbogen anschauen. Das ist doch schön. Das ist doch das perfekte Bild fürs Thumbnail, oder? Oder? Moment, ich habe noch eine bessere Idee. Wir gehen jetzt sofort, also jetzt wirklich sofort, die Eröffnungsfeier für die Baumstammbank machen. Weil dann haben wir während der Eröffnungsfeier den Regenbogen im Hintergrund. Oh, hier ist der Fake-Stein. Um den kümmern wir uns später. Bevor wir heute irgendwas machen, ganz schnell die Eröffnung feiern von der Baumstammbank. Melinda, beeil dich, bevor der Regenbogen weg ist. Ja, ich will. Das hat sich jetzt irgendwie gerade angehört, als würde ich Melinda heiraten wollen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Liebe Bürger von New Leaf. Und natürlich sehen wir den Regenschirm, wollte ich schon sagen. Den Regenbogen nicht. Ich habe es vergessen, weil der Bildschirm ist ja nicht so nach oben geklappt. Naja, egal. Unsere neue Baumstammbank ist fertiggestellt. Heute habe ich einen Frosch verschluckt, deswegen höre ich mich nicht so an wie sonst. Das ist für uns alle ein Grund zu feiern. Danke, dass ihr zu diesem Anlass hierher gekommen seid und ich habe meine Stimme doch wiedergefunden. Ich bin Melinda und ich werde euch heute durch diese Feierlichkeiten führen. Irgendjemand steht hinterm Baum. Danke, danke, das ist sehr nett von euch. Damit die Veranstaltung sich nicht zu sehr in die Länge zieht, gehen wir gleich zum wichtigsten Teil über. Zuerst wird unsere Bürgermeisterin eine knappe, aber mitreißende Rede halten. Ich übergebe das Wort also an Bürgermeisterin Milou. Yay, wir haben es geschafft. Schön, dass sich alle freuen. Genau auf den Punkt gebracht, Frau Bürgermeisterin. Du findest einfach immer die richtigen Worte. Also gut, weiter geht's. Bitte haltet jetzt alle die Knaller bereit, die wir vorhin ausgeteilt haben. Und jetzt, um die Fertigstellung des Projekts und die harte Arbeit, die dahinter steckt, angemessen zu würdigen. Achtung, fertig, boom! Naja, der Regenbogen ist leider nicht mehr drauf. Damit sind die Feierlichkeiten abgeschlossen. Danke euch allen für den Einsatz und dafür, dass ihr euch die Zeit für diese kleine Feier genommen habt. Oh, Bella will irgendwas von uns.
Stehst du gut? Also ja, ich verdrück mich von hier. Ja, ich zieh weg. Ich kann ja schließlich nicht mein ganzes Leben hier in New Leaf versauern. Ich habe noch so viel vor. So viele Abenteuer warten noch auf mich. Du verstehst doch sicher, oder? Jedenfalls wirst du mich ab dem 2. des nächsten Monats nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen. Was? Bella, du kannst doch nicht gehen, aber ich muss irgendwann früher oder später mal jemanden ziehen lassen, sonst wird's ja langweilig. Und Bella gehört auf jeden Fall zu den Charakteren, von denen ich mich trennen kann. Also mach's gut. Ha, ich verstehe schon. Zeig mir die kalte Schulter, damit ich nicht losheule. Auch gut. Fang ja nicht an zu flennen. Ist ja auch nicht so, dass wir uns nie mehr sehen werden. Komm mich besuchen. Okay, ich muss jetzt los. Muss schließlich meinen großen Umzug planen. Quaps. Okay, Bella. Ciao. Jetzt müssen wir hier noch so ein süßes Thumbnail machen. Karl, guck mal in meine Richtung. Dann bist du auf dem Thumbnail mit drauf. Okay, oder du kannst auch einfach weglaufen. Dafür kommt Marina ins Bild. Und ein Zug. Und irgendwie ist alles Chaos hier heute. Okay, jetzt haben wir wirklich das perfekte Bild. Aber der Regenbogen ist schon gefühlt fast wieder weg. Naja, es ist ein gutes Thumbnail, würde ich sagen. Und ja, wir müssen jetzt weitermachen. Unsere ganzen Aufgaben von heute erledigen. Wir wollten heute noch einen Designcode runterladen. Wir müssen jetzt noch... Oh, stopp, hier ist ein Fossil. Wir müssen uns noch um die Stadtflagge kümmern. Wir müssen noch ins Museum Fossilien analysieren. Wir müssen sie abgeben. Bella wohnt hier, dann wird sie da auch dann weg sein. Zum Glück ist heute Grazia nicht da. Ich wollte mich schon beschweren und sagen, wann kommt Grazia wieder? Aber wir haben heute so viele Sachen zu tun, dass wir sowieso gar keine Zeit hätten für Grazia. Von daher, ja, passt das schon. Wir müssen unbedingt zu Tom Nook und unseren Hauskredit abbezahlen, damit wir dann die 2. Haushälfte ausbauen können. Damit unser Haus nicht so einseitig aussieht. Ich mochte eigentlich immer mein kleines Haus. Also, dass es so klein war. Aber, ja... Wir haben einfach nicht genügend Platz. So, jetzt wollen wir eine neue Stadtflagge machen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal die Stadtflagge, die Ray vorgeschlagen hatte für die nächsten 20 Folgen. Und dann ist die nächste Stadtflagge wieder dran. So, bitteschön, Melinda. Ah, ich wollte sie eigentlich noch fragen, wie es um die Zufriedenheit der Bewohner steht. Oh, ich bin zu früh rausgegangen. Naja. So, das ist die neue Stadtflagge. Seht sie euch an. Und wir gehen gleich wieder rein zu Melinda und fragen sie mal, wie unsere Bewohner eigentlich so mit der Stadt zufrieden sind. Wahrscheinlich werden die sagen, dass wir zu wenig, ja, Sachen gebaut haben. Du willst wissen, wie die Zufriedenheit der Einwohner von New Leaf ist? Alles klar, hier sind die Ergebnisse der letzten Umfrage zur Einwohnerzufriedenheit. Wenn diese Stadt ein Laden wäre, wäre ihr Sortiment konkurrenzfähig, mehr nicht. Die Bürger loben die Mischung aus natürlichen und bebauten Flächen in New Leaf. Trotzdem wünschen sie sich noch mehr Bebauung, da die Stadt ihnen noch etwas zu ländlich wirkt. Sie wünschen sich, dass du mehr Zeit und Geld in Projekte zur Stadtverschönerung investierst. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Machen wir die nächste Stadtverschönerung. Was kann sie für uns tun? Wir wollen eine neue Stadtverschönerung. Ich weiß zwar noch nicht genau, was wir machen wollen, aber wollen wir noch eine Bank aufstellen oder wollen wir eher eine Picknickdecke aufstellen oder eine Hängematte oder einen Liegestuhl? Ich finde halt eigentlich diese Gaslaternen auch richtig cool, aber ich würde die eher ganz am Schluss aufstellen. Man kann ja nur 30 Stadtverschönerungen haben und ich will irgendwie erstmal die anderen so aufbauen und dann gucken, wie viel Platz wir noch haben und wie viel Stadtverschönerungen wir noch übrig haben. Deshalb, ja, ich bin gerade wirklich sehr schwer am Überlegen, ob wir uns für die Picknickdecke oder die Hängematte entscheiden. Übrigens, wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr mir auch gerne kommentieren, was würdet ihr an meiner Stelle als Stadtverschönerung machen? Also aus der Liste, die wir haben. Die vollständige Liste findet ihr auch nochmal in der letzten Folge, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt. Und ja, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr an meiner Stelle nehmen und wo würdet ihr die Stadtverschönerung aufstellen? Gerne immer Inspiration in die Kommentare. Ich würde sagen, ich finde eigentlich die Hängematte cool. Wir machen mal heute die Hängematte und die ist auch nicht so teuer. Dann suchen wir jetzt einen Platz, wo wir die Hängematte aufstellen können. Ich bin wirklich unsicher und ich bin gerade sehr hungrig, Leute. Ich habe so Hunger gerade. Ich sollte vielleicht in Zukunft essen, bevor ich die Folgen aufnehme, weil sonst kann ich irgendwie die ganze Folge nur ans Essen denken. Entweder stellen wir sie hier so auf oder vielleicht könnten wir sie auch so Richtung Campingplatz aufstellen. Vielleicht hier so neben der Fundgrube. Ich weiß halt nicht, ob das geht. Oder hier? Oh ja, hier könnte vielleicht cool aussehen. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ja, so nah möchte ich sie eigentlich nicht an dem Teich dran haben. Gehen wir mal einen Schritt nach
drüben. Ich habe halt irgendwie Angst, dass sie jetzt deswegen den Baum da abreißt. Mal schauen. Sie reißt den Baum nicht ab. Ah, sollen wir es da hinstellen oder noch eins weiter nach links? Aber wenn wir es eins weiter nach links machen, wird der Baum weg sein. Dann müssten wir es auch eins weiter nach unten machen. Schwierige Entscheidung. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. So wird es auch gehen. Es ist so eine schwere Entscheidung. Ich würde es eigentlich gerne eins weiter drüben noch haben, dass es so genau zwischen den beiden Bäumen steht. Wisst ihr, ich meine? Also es steht sowieso nicht perfekt zwischen den beiden Bäumen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Weil die Bäume stehen ja dahinter, also kann es nicht genau dazwischen stehen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und jetzt wird hier die Hängematte entstehen. Das ist perfekt. Ich glaube, es ist richtig gut an der Stelle hier. Wir spenden mal wieder alles, was wir haben. Ich bin dabei. Wir spenden jetzt einfach mal 10.000 Sternis. Dann fehlen noch 22.000. Mal gucken, ob wir die heute noch zusammenkriegen. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir schauen mal. So, und jetzt... Oh... Die Früchte sind wieder gewachsen. Ja, ich musste ein paar Bäume fällen. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so hungrig heute. Sorry, Leute, falls ich ein bisschen durch bin. Ich wollte noch mit Lupo sprechen. Mit dem habe ich irgendwie noch gar nicht gesprochen. Ist er zu Hause? Nein, ist er nicht. Na toll. Jetzt kann ich erstmal Lupo suchen. Egal, dann sprechen wir mal mit Marina. Mit der haben wir auch schon ewig nicht mehr gesprochen. Ah, du kannst also doch noch sprechen, Milou. Was soll ich denn bitte davon halten, wenn du auf einmal wochenlang kein Wort mehr mit mir wechselst? Du solltest wirklich öfter mal zu Besuch kommen. Oh, ich krieg einfach Anschiss von den Bewohnern, weil ich nicht mehr mit ihnen geredet habe. Dann rede jetzt mit mir. Ich hörte, du hättest dein Haus sehr hübsch dekoriert, Milou. Das würde ich mir gern einmal ansehen. Na gut, dann gehen wir zu mir. Ich möchte gar nicht so neugierig sein, aber ich kann es einfach nicht lassen. Gehen wir. Ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes machen, aber na gut, komm mit. Ich muss mich ja auch ein bisschen um die Bewohner kümmern, weil sonst wollen die alle wegziehen, so wie Bella. Da haben die alle keinen Bock mehr auf mich. Deswegen müssen wir schon ab und zu uns so ein bisschen um die Bewohner noch kümmern. Aber wir müssen auch auf jeden Fall heute noch den Hauskredit abbezahlen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz hier rein, sprechen ein paar Worte mit ihr und dann gehen wir einfach wieder. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dich so überfalle, Milou. Ein bisschen eigentlich schon, aber ein paar Worte kann man ja wechseln. Erstaunlich, Milou. Dein Haus gefällt mir sogar besser als das von Lupo. Oha, Lupo und Marina verstehen sich anscheinend nicht so gut. Deine Möbel sind richtige Klassiker. Dieser Stil kommt sicher nie aus der Mode. Dankeschön für dieses Kompliment. Wo ich schon mal hier bin, würde ich gern noch ein anderes Zimmer besichtigen, Milou. Na gut, dann komm mit nach oben. Oben ist es nicht so schön, aber du kannst es dir ja mal ansehen. Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Ich habe so Hunger. Schön hast du es. Du solltest dringend mal eine Feier hier organisieren. Kups. Danke schön. Oh, jetzt ist es, glaube ich, 15 Uhr. Wenn ich mich so umsehe, muss ich dir sagen, dein Geschmack ist sehr facettenreich. Toll. Kups. Dankeschön. So, ich muss jetzt wieder los, Marina. Ich habe noch viel zu erledigen heute. Ciao, Marina. Hallo, ich will gehen. Huch, gehst du etwa, Milou? Dann gehe ich natürlich auch. Danke für deine Gastfreundschaft. Dann hätten wir das also auch erledigt. Sehr gut. Hier hinten ist auch irgendjemand. Hä, wer ist hier? Ach so, Axel. Hey, Milou, bei so einem Wetter kriege ich richtig Lust, mich richtig auszupowern. Tut! Was liegt an, Sportsfreundin? Ich wollte nur plaudern. Ich habe neulich gesehen, wie der Weltmeister im Aerobic Werbung gemacht hat. Für Chips. Ich will auch irgendwann mal Werbung machen. Für Erdnüsse vielleicht. Ja, Sportler machen immer für ungesunde Sachen Werbung. Irgendwie voll paradox. Früher haben doch auch so... Oh, Flora ist hier. Früher haben doch auch so Fußballer für Nutella Werbung gemacht und so. Das waren auf jeden Fall auch... richtig wilde Zeiten. Und mein Geldbeutel erlebt auch gerade wilde Zeiten. Denn der ist ziemlich leer. Ja, aber bei Gerd shoppen geht immer. Nur dieses Item hier kann ich leider nicht mitnehmen, weil dafür habe ich wahrscheinlich nicht genügend Sternis. Gucken wir mal, was das kostet. Ja, der kostet 1700 Sternis. Das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Wir müssen zur Bank. Gucken wir mal zu Schlepp und Nepp rein. Ob es da überhaupt was gibt, was ich heute haben möchte. Okay, ich glaube, diese zwei Items würde ich kaufen. Ich weiß nicht. Oh, Sandrine ist hier.
Ciao, Nap. Okay, wir gehen jetzt als allererstes mal zu Tom Nock und sprechen mal mit ihm. Willkommen, willkommen. Meine Güte. Milo, schön, dass du hier bist, ha? Huh? Dein Ausbau ist fertig, ha? Huh? Oh, Milo, dein Heim ist jetzt auf einmal so viel heimeliger. Ja, ja. Zeit für die Zahlen. Ja, ja. Die Kosten für den Ausbau betragen 348.000 Sternis. Ein Taschengeld also. Nein, nein. Du kannst das nicht bei mir bar bezahlen. Bezahl das bitte im Geldautomat, ne? Postamt, ha? Huh? Vielen Dank im Voraus, ha? Huh? Okay. Ja, totales Taschengeld. So viel Taschengeld hätte ich auch gern mal. Also, in Euro so. 348.000 Euro wäre nicht schlecht. So, jetzt nehmen wir uns erstmal ein bisschen Geld von unserem Konto weg. Oh, okay, doch. Ich habe noch Sternis dazu bekommen. Also, es sieht so aus, als würden wir noch weiterhin Sternis bekommen. Da bin ich doch jetzt sehr beruhigt. Oh, ich kann gar nicht so viele Sternis abheben. Dann würde ich sagen, bezahlen wir jetzt erstmal ganz kurz die erste Portion unserer Schulden ab und heben gleich nochmal ein paar Sternis ab. So, ich würde dann 194.192 Sternis abheben. Dann haben wir nämlich einen geraden Kontostand und bezahlen den Rest von unseren Schulden ab und dann können wir auch gleich unser Projekt in der Stadt, also unser Stadtverschönerungsprojekt auch abbezahlen und shoppen gehen. Hurra, mein Haus ist wieder abbezahlt. So, und jetzt holen wir uns gleich die linke Seite, nee, Moment, die rechte Seite von unserem Haus. Also die rechte Erdgeschossseite. Willkommen, willkommen. Meine Güte, Milo, schön, dass du hier bist, ha? Huh? Du hast den Kredit für dein Haus vollständig abbezahlt. Jene einzelnen Sterni. Und warum warst du wohl so eifrig? Nein, sag nichts. Ich kann es dir von den Augen ablesen. Ha? Über einen weiteren Umbau lasse ich jederzeit gern mit mir reden. Ja, ja, jederzeit. Okay, dann erzähl doch mal, was wir noch machen können. Ich möchte nämlich ein neues Zimmer. Und zwar im Erdgeschoss rechts, damit mein Haus nicht so einseitig aussieht. Das neue Zimmer kommt ins Erdgeschoss auf die rechte Seite. Oh, dein gesamter Kredit läge dann bei 348.000 Sternis. Vollkommen in Ordnung, ja? Ja, ist okay. Also ich kann ja sowieso nichts dran ändern. Okay, morgen früh ist es fertig. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als allererstes noch kurz zu Eugen. Ich glaube nämlich, dass ich ein paar Fossilien dabei habe, die wir noch analysieren können. Und die heutige Folge wird nicht so lang, Leute, weil ich habe wirklich echt stark Hunger. Und ich muss irgendwann was essen, deswegen wird die heutige Folge ein bisschen stressiger und kürzer. Aber dafür haben wir trotzdem viel erlebt. Moment, ich habe gerade gar nicht gelesen, was er uns gesagt hat. Haben wir jetzt schon alle von den Insekten, Fossilien? Ja, wir haben alle schon. Okay, na gut, dann verkaufen wir die wieder. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt ganz kurz bei Samselt rein und dann nochmal zu Schlepp und Nepp rein und zu Gerd. Oh, heute haben wir wirklich so viel zu tun. Ich komme gar nicht darauf klar. Es gibt manchmal so Folgen, wo ich mir so denke, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich immer Angst, dass ihr euch langweilt, wenn ich nicht so viel mache in der Folge. Und dann gibt es wieder so Folgen wie heute, wo ich extrem viel vorhabe und gar nicht weiß, wie ich es in die 30 Minuten der Folge unterbringen soll. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob es euch stört, wenn manchmal ein bisschen weniger los ist in den Folgen. Also wenn die Folgen manchmal ein bisschen ruhiger sind. Das würde mich interessieren. Dank
Danke, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Samsels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Angebereiwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du unter schlechten Herzen leidest. Weißt du, am Anfang meiner Karriere hatte ich eine Phrase, die in jeder Show zum Einsatz kam. Damals war alles, was ich wollte, dass die Leute sich nach der Show an meinen Namen erinnern. Heute sage ich dir, was ich damals immer gesagt habe. Hör also gut zu und schau hin und merk es dir. Bereit? Dann geht's jetzt los. Was um alles in der Welt? Das ist doch Sunset! Konnte es nun damals keiner leiden. Naja, ich bin froh über die neue Emotion, sagen wir es mal so. Er macht das richtig gut mit. Komm, mach nochmal mit. Ich will nicht, dass du klatschst, ich will, dass du mitmachst. Komm schon, mach mit. Jetzt macht er mit. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt macht er irgendwie nicht mehr mit. Vielleicht schämt er sich auch für seinen schlechten Witz. Wir haben die Hälfte der Emotionen geschafft, Leute. Wir haben die Hälfte der schlechtesten Witze in diesem Spiel geschafft. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich finde es so krass, dass wir einfach schon so viel gespielt haben. Und die Zeit geht halt auch so schnell vorbei gefühlt. So. Ich meine, irgendwie so vor 3 Monaten oder so habe ich mit diesem Let's Play angefangen. Und wir sind einfach schon so weit gekommen. Ich meine, wir haben noch richtig viel zu tun. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das Let's Play sich schon dem Ende zuneigt. Eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, wir fangen jetzt dann bald erst richtig an. Vor allem, wenn wir dann mal hier die letzte Ladenausbaustufe freischalten, dann fängt es doch erst so richtig an. Wir sind auf jeden Fall schon richtig weit gekommen. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr in den Taschen. Okay, dann schauen wir mal, was wir verkaufen können. Es ist einfach so, wir bekommen so wenig Sternis dafür und eigentlich brauche ich die Sternis ja. Ja, wir verkaufen nur 2 Sachen. Abgemacht, weil es tut sonst weh, die Sternis zu verlieren. Wir brauchen die eigentlich für andere Sachen. Dann ist es besser, die in der Fundgrube zu verkaufen, weil wir da ja mehr bekommen. Ah, stopp! Ich bin zu früh abgebogen. Und jetzt können wir noch das Item von Gerd kaufen, den Ahornbonsai. Ciao, Gerd. Ich muss wieder los. Ich hab's heute eilig. Ja, zur Schneiderei. Ah, doch. Da wollten wir rein, genau. Ich wollte sagen, zur Schneiderei und zur Schusterei, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Heißt das Schuster? Nee, heißt einfach nur Schuhgeschäft, oder? Also der Schuhladen von Schubert. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Egal, da wollten wir heute rein. Denn ich wollte ja noch ein Design runterladen. Das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. Jetzt müssen wir ein Design wegwerfen. Ich würde sagen, wir werfen dieses Kleidungsstück hier weg. Weil das können wir auf jeden Fall wieder runterladen. So, diesen Stein möchte ich gerne haben für meine Stadt. Wir gehen jetzt mal wieder. Und ja, ich wollte euch sagen, ich möchte eigentlich nicht so gerne in die Schneiderei und auch nicht mehr zu Schubert. Außer wenn Grazia da ist. Das hat den ganz einfachen Grund. Ah, sollte er auf den Wegen laufen. Ja, das hat den ganz einfachen Grund, dass ich sonst wieder viel zu viele Klamotten kaufe. Und dann bringt das Ausmisten halt auch einfach nicht so. Ja, ich habe mir gedacht, wir legen hier so Designs auf den Boden. Und zwar rund um das Haus. Man kann ja vor das Haus kein Design platzieren. Also halt hier quasi bei dem Eingang. Aber drumherum kann man das schon machen. Und dann ist es wie so eine Abgrenzung zu dem Weg. Ich finde, es passt jetzt farblich nicht so 100% dazu, ehrlich gesagt. Also das Grau zu dem beigen Weg. Aber vielleicht ändere ich ja den Weg auch nochmal. Also in einfach ein anderes Wegdesign. Aber ja, keine Ahnung. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Keine Ahnung, wie findet ihr das? Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde es eigentlich cool. Ich habe diese Idee bei dem YouTuber Musician gesehen. Der hat es in seiner Animal Crossing New Leaf Stadt auch so gemacht, weil man halt hier vorne, direkt vor dem Haus, ja irgendwie blöderweise kein Design hinlegen kann. Und dann ist der Weg nicht so weit weg, aber es sieht trotzdem nicht blöd aus, weil da fehlt quasi dann nicht so ein Teil von dem Weg. Wisst ihr, ich meine? Ich fand die Idee irgendwie ganz cool, deswegen habe ich das jetzt so nachgemacht und habe mir so gedacht, wir könnten das bei mehreren machen, aber nicht bei allen Häusern, also nur da, wo es passt. Ich weiß nicht, ob wir es hier halt machen sollen, weil hier hinter wird es ja eigentlich eher so ländlich.
verständlich. Aber ich finde, bei Karls Haus passt es gut. Bei Lupus Haus könnten wir es theoretisch auch machen. Aber da müssten wir erstmal die ganzen Blumen wegräumen. Und bei Axels Haus könnten wir es auch machen. Aber wie gesagt, da müssten wir auch erst die Blumen wegräumen. Und meine Taschen sind gerade voll, deswegen geht das jetzt nicht. Und eigentlich geht die Folge eh schon wieder viel zu lang. Deswegen würde ich sagen, beenden wir sie an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr keine weitere Folgen mehr von diesen Animal Crossing New Leaf Let's Play verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns vielleicht auch schon wieder in der nächsten Folge. Bis dann!